Die EU-Außenministerinnen und Minister treffen einander in Kiew. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sind im September gestiegen. Und es bleibt ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu ORF 3 aktuell am Abend. Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist ein E-Mail beim falschen Adressaten gelandet. Dieses Mal kam sie aus dem ÖVP-Parlamentsclub. Laut dem Entwurf, der versehentlich an die NEOS geschickt wurde, soll die ÖVP an einem Untersuchungsausschuss wegen Inseratenkorruption gearbeitet haben, der sich auch gegen den Koalitionspartner, die Grünen, richtet. Von der ÖVP aber heißt es, es sei aktuell kein Untersuchungsausschuss geplant. Das 14-seitige Papier ist am Freitag versehentlich aus dem ÖVP-Club an die NEOS gemailt worden. In dem ÖVP-Antrag wird ein Zitat Transparenz-Untersuchungsausschuss verlangt. Dieser soll die Inserate und Medienkooperationen von SPÖ, FPÖ und Grünen Ministerien von 2007 bis 2023 untersuchen. SPÖ, FPÖ und NEOS fordern heute Neuwahlen. Das ist natürlich ein Frontalangriff auf den eigenen Koalitionspartner und ein Bruch der Koalition. Das ist völlig klar. Es ist eigentlich ein neuer Tiefpunkt. ÖVP-Clubobmann August Wöginger bestätigt, dass das Papier echt ist. Aktuell sei aber kein Untersuchungsausschuss geplant. Der Antrag Teil der Arbeit im Parlament. Konsequenzen seitens der Grünen sind nicht geplant. Man gehe davon aus, dass die ÖVP nach einer turbulenten Woche wieder ins Konstruktive zurückfinde, so die grüne Generalsekretärin Olga Voglauer. Laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sei es ein historisches Ereignis. Denn die EU-Außenministerinnen und Minister sind zu einem Treffen in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Es ist das erste Mal, dass es ein solches Treffen außerhalb der EU gibt. Thema sind die Finanzhilfen für die Ukraine sowie die EU-Beitrittsperspektive. Das historische Treffen, wie es von vielen heute genannt wird, beginnt bei der sogenannten Mauer der Erinnerung für die ukrainischen Kriegsopfer. Wohl um zu verdeutlichen, warum die Ukraine um weitere Hilfe bittet. Der EU-Außenbeauftragte sagte diese auf finanzieller Ebene auch zu. Auf Unterstützung hofft die Ukraine aber auch für einen raschen Beitritt zur EU. Der Krieg hätte diesen beschleunigt, so der österreichische Außenminister. Gerade wir Österreicher waren ja die Fürsprecher dafür, dass wir den geopolitischen Aspekt der Nachbarschaftspolitik nach vorne stellen und nicht sagen, das ist ein bürokratischer, legalistischer Prozess, sondern das ist in Wirklichkeit die Frage, können wir unser Lebensmodell dort durchsetzen? Können wir Sicherheit und Stabilität exportieren? Oder laufen wir das Risiko aus der Nachbarschaft, Unsicherheit und Instabilität zu importieren? Aber natürlich müsse die Ukraine trotzdem die Bedingungen erfüllen. Eva Pöcksteiner hat berichtet. Aber wie wird dieses Treffen in Russland aufgenommen? Das war unter anderem Thema in ORF 3 aktuell heute Vormittag. Und der Diplomat Emil Brix ordnet das so ein. Russland kann sich darüber nicht freuen, dass es diese langfristige Solidarität gibt, mit der man ja nicht gerechnet hat. Ich denke, die Einschätzung des Kreml in den letzten 1,5 Jahren, seit es so deutlich wurde, dass es diese europäische Solidarität gibt, hat sich zwar geändert, aber letztlich versucht man nach wie vor innerhalb des Blocks der EU und auch der NATO, sich Verbündete und Freunde herauszuholen, die das russische Narrativ unterstützen. Wenn man nur daran denkt, dass sich etwa das NATO-Mitglied durch die Türkei nicht beteiligt an Aktionen oder dass auch Ungarn als NATO-Mitglied und EU-Mitglied nicht an allen Aktionen sich beteiligt, dann sieht man, dass das russische Interesse letztlich darin besteht, diese europäische Einigkeit zu torpedieren. Und das Treffen in Kiew ist ein Beispiel dafür, dass das zumindest bis jetzt nicht gelingt. Und wir bleiben im Ausland. Mehr als 100.000 Menschen haben in den vergangenen Tagen ihre Heimat im Südkaukasus verlassen. Praktisch die gesamte armenische Minderheit von Bergkarabach ist aus Angst vor Gewalt und Unterdrückung geflohen. Heute soll der letzte Bus mit Flüchtlingen die Grenze nach Armenien passiert haben. Russische Soldaten, die eigentlich den Waffenstillstand überwachen hätten sollen, weisen jetzt den Flüchtlingen den Weg ins Exil.
Wir bieten Ihnen ärztliche Hilfe an, begleiten Sie bis ans Ende der Straße und übergeben Sie an ziviles Personal. Eine armenische Kleinstadt unweit der Grenze wird zum Auffanglager für Zehntausende Vertriebene. Viele von ihnen sind überstürzt geflüchtet, nachdem Aserbaidschan nach monatelanger Blockade endlich die Grenze geöffnet hat. Heute fahren wir weiter nach Erivan, um einen Platz zum Schlafen zu finden. Ich muss mich um ein kleines Mädchen kümmern. Hilfsorganisationen versuchen, die tausenden Flüchtlinge zu versorgen. Viele haben alles verloren und sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Im schwedischen Stockholm werden ab heute die Preisträger der diesjährigen Nobelpreise bekannt gegeben. Den Anfang macht traditionell der Medizin-Nobelpreis. Dieser geht heuer an die ungarische Biochemikerin Katalin Karikó und den amerikanischen Immunologen Drew Weissman. Die Auszeichnung erhalten die beiden für ihre grundlegende Arbeit zu den mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19. Das hat das Nobelkomitee heute mitgeteilt. Die Auszeichnungen sind heuer mit einem Preisgeld von umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert. Überreicht werden sie dann am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Und damit zurück nach Österreich, wo die Arbeitslosigkeit weiter ansteigt. Insgesamt waren im September knapp 320.000 Personen arbeitslos gemeldet oder in einer AMS-Schulung. Um etwa 5% mehr als noch im Vorjahr. Werden die Zeiten wirtschaftlich schwieriger, heißt das weniger Jobs. Noch halten viele Betriebe ihre Beschäftigten aber. Es ist sicher auch ein Grund dafür, dass viele Unternehmen jetzt sehr zögerlich sind, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr weiter zu beschäftigen, weil sie wissen, im nächsten Aufschwung, und der kommt bestimmt, es schwieriger werden wird, Arbeitskräfte in Österreich zu finden. Aktuell ist der konjunkturelle Durchhänger vor allem in der Industrie und am Bau zu spüren. Zwei Branchen, die dem AMS-Chef Sorgen machen. Im Bau, vor allem wegen der hohen Zinsen, werden einfach Investitionen nicht getätigt, auch bei den hohen Kosten. Auch der private Wohnbau, generell der Wohnbau sozusagen, ist eingebrochen. Trübt sich die Wirtschaft weiter ein, heißt das wohl auch wieder längere Warteschlangen beim AMS. Nach Oberösterreich jetzt, wo es heute zu einem dramatischen Vorfall gekommen ist. Eine Joggerin wurde von einem Hund zu Tode gebissen. Die Frau ist noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Hundebesitzerin soll noch versucht haben, das Tier zurückzuhalten, wurde jedoch auch schwer verletzt. Details sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Und damit wechseln wir das Thema, denn in ganz Österreich fehlen tausende Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen. Allein in Wien sind es mehr als 1200. Jetzt muss das Angebot eingeschränkt werden. Etliche Kindergartengruppen konnten aufgrund des Personalmangels gar nicht aufsperren. Der Kindergarten, die erste Bildungseinrichtung. Doch dieser Beschreibung kann man angesichts des massiven Personalmangels nicht mehr gerecht werden. Bildungsarbeit wie früher sehr oft nicht mehr möglich. Jetzt, und das höre ich von vielen Kolleginnen, ist es oft so, dass die Kolleginnen einfach schauen, dass sie irgendwie den Tag hinter sich bringen, ohne dass jemand verletzt wird, ohne dass es irgendwelche Missgeschicke passieren in der Gruppe. 600 Kindergartenpädagoginnen fehlen bei den städtischen Kindergärten, 600 bei den privaten. Krankheitsbedingte Ausfälle können kaum bis gar nicht nachbesetzt werden. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind am Limit, also eigentlich schon über dem Limit in der Belastung und können viele der Tätigkeiten, wie sie sich pädagogische Arbeit vorstellen, gar nicht anbieten. Die Vorgaben des Bildungsplans umzusetzen sei kaum möglich. Der Unterschied zwischen Anspruch und Realität sorgt für eine hohe Frustration beim Kindergartenpersonal. Die Kolleginnen, die noch vor Ort sind, die Kollegen und Kolleginnen, die arbeiten schon nach den Qualitätsstandards weiterhin, aber in dem Umfang, wie es sein sollte, geht das nicht. Und es gibt natürlich dann auch oft krankheitsbedingt immer mehr Ausfälle, weil das Ganze über die Belastungsgrenze hinausgeht. Die noch über sind, die sind die, die den Dienstbetrieb noch aufrechterhalten, weil ihr Herz an diesem Job hängt. Wir haben auch das Problem, dass laufend neue Häuser geöffnet werden. Wir weisen darauf hin, dass das eigentlich ein Drama ist, weil wir das Fachpersonal nicht haben.
Viele ohne unsere Assistentinnen, für die ich wirklich eine Lanze brechen würde, wäre der Dienstbetrieb schon lange zusammengebrochen. Die angespannte Personalsituation wird durch Abgänge verschärft, denn Niederösterreich hat zuletzt viele Pädagoginnen aus Wien aggressiv abgeworben. Dort gibt es oft geregeltere Dienste, mehr Geld und mehr Urlaub. Dazu kommt das flächendeckende Parkpickerl. Das gibt es auch im zu Wien angrenzenden Perchtoldsdorf. Dort allerdings mit Ausnahmebewilligungen für Kindergartenpersonal aus Wien. Seit Einführung des Parkpickerls ist es ja so, dass gerade in den Randbezirken einige Pädagoginnen den Weg eher nicht mehr auf sich nehmen, nach Wien hereinzupendeln. Das können wir gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind. Diese Rahmenbedingungen sollen verbessert werden, fordert die Pädagogin. Für die Mitarbeiterinnen in den städtischen Kindergärten gibt es bald zumindest eine gratis Öffi-Jahreskarte. Die Gewerkschaft fordert eine Ausbildungsoffensive und flexiblere Arbeitszeitmodelle. Von den Kindergärten jetzt zu den Universitäten. Zum Semesterstart machen die Hochschulen auf ihre Budgetprobleme aufmerksam. Laut ÖH fehlen den Unis insgesamt 500 Millionen Euro. Die Studierendenvertretung fürchtet Einsparungen bei Personal und Vorlesungen. Sie fordert eine fixe Sockelfinanzierung. Wir wollen, dass es einen Fixbetrag gibt, mit dem die Universitäten rechnen können, der eben die Grundbedürfnisse deckt. Laut Bildungsminister Polaschek wird derzeit mit dem Finanzministerium über das Budget verhandelt. Genaue Summen könnten aber noch nicht genannt werden. Und damit zu den Wetteraussichten für die kommenden Tage. Und die hat heute Vera Gruber für uns. Die kommende Nacht verläuft durchwegs klar, nur vereinzelt entsteht Nebel. Tiefstwerte meist 6 bis 14 Grad, milder bleibt es teilweise in Lagen um 1000 Meter. Morgen gibt es dann neuerlich viel Sonnenschein, die Nebel lichten sich rasch und es wird extrem warm für Anfang Oktober. Erst am Abend treffen in Vorarlberg dann Regenwolken ein. Zum Schluss schauen wir jetzt noch zu Anne Gülgen-Meyer in die Albertina. Ich melde mich heute mit einem Kultur-Heute-Spezial aus der Albertina Modern. Wir begehen die Yoshitomo Nara-Ausstellung und besuchen das Museum der Nerdigkeiten. Das und vieles mehr ab 19.45 Uhr sind wir auf Sendung. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie dran. Nicht umschalten. Das war ORF 3 aktuell am Abend. Wie gewohnt sehen Sie jetzt auch noch die Nachrichten in einfacher Sprache und die schönsten Geschichten aus den Bundesländern. Ab morgen 9.30 Uhr ist dann meine Kollegin Theresa Kulovic wieder für Sie da. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche noch einen angenehmen Fernsehabend hier in ORF 3. Auf Wiedersehen.